Meine Damen und Herren, erheben Sie sich im Studio für unseren Überraschungsgast, Pumuckl. Pumuckl ist links und das ist Carola. Schön, dass du da bist. Carola. Hallo Carola, hallo. Ich bin Klaas. Hallo. Na? Hallo Klaas. Tag. Hallo. Das ist Pumuckl. Das ist Pumuckl. Wie, und das, sag mal, ist Pumuckl, ist das nur ein sehr gut gestylter Hund oder? Also sehr dicke Katze. Also Pumuckl ist ein kleinwüchsiges Pony. Ach so, aber das ist aber Moment, aber das ist aber aber den, also den das ist eigentlich, sollte das ein normales Shetland-Pony werden. Gott, ist das süß. Ist das, das ist doch eine wunderschöne ja. Überraschung, guck mal, ich oder? Streichel ihn und sie mich. Ja. Ja, streichelt keiner. Ja. Also das ist auch unser Beruf, dass man Leute glücklich macht. Ja, das ist stimmt. Was ist denn Ihr Beruf? Wir sind, das sind Therapieponys ja. Und ich gehe damit in Einrichtungen, in Seniorenheime, in Kindergärten. Ja, oder hier. Oder hier. Ja. Schon mal sind wir auch ein Fernsehgast. Ja. Ja. Ich habe hier so ein paar Fragen vorbereitet bekommen und die würde ich jetzt direkt mal alle abfeuern, damit ich ja. ein bisschen näher in Kontakt komme. Wo wird denn der Pumuckl am liebsten gekrault? Hinter den Ohren. Oh, hinter den Ohren? Darf ich? Ja. Ja. Hey, Pumuckl. Oh, der ist aber süß. Wie wird der denn transportiert? Der ist auf der Beifahrerseite. Im Auto. Auf der Beifahrerseite sitzt ja. er. Und wie gucken die Leute, wenn so ein Pferd an denen vorbeifährt? So? Also erstmal gibt es eine Vollbremsung und dann gucken sie und irgendwann fahren sie dann wieder weiter, nachdem sie es registriert haben, dass es ein Pony ist. Ihr könnt den also auch striegeln. Also ihr könnt ja. den ja auch vielleicht mal hier striegeln. Ja, ja. Mal. Darf ich Ihnen das geben hier? Ja. Mach mal lieber nicht sicher, so. Ob der genau, mag. Lieber so. Guck mal. Du bist ja ein kleiner, du kannst ja nicht so eine ganze Mohrrübe essen, ne? Oh, ist der süß. Und wie alt ist der? Der ist 3 Jahre. Guck mal, wir machen das heute das ist aber noch für... klein, also noch klein. Guck mal. Aber ja. Noch jung. Und dann glitzert er. Der glitzert. Der glitzert. Sieht ja noch alberner aus. Ja. Aber liegt ja voll im Trend, oder? Glitzern? Glitzern. Ich habe hier noch eine Frage. Hat Pumuckl denn einen besten Freund? Ja, hat er. Ja, und? Seine Katze Robin. Er hat eine eigene Katze. Und ja. übernimmt er auch Verantwortung für die? Also die Katze Robin sitzt immer abends vor seiner Box und dann erzählen die uns so im Laufe des Tages, was so passiert ist. Aber die könnte doch ja. auf dem reiten, oder? Die könnte auf ihn reiten. Ja. Das ist ganz richtig, ja. Wenn der so wie hört, ne? Wie ja. Herrn. Wiehern. So, wiehern. Klingt das niedlicher als bei richtigen Pferden? Ja, viel niedlicher, ja. Ja. Macht er so... Genau, so ganz leise. So ein bisschen, und ne? meistens wird er dann schon ganz unruhig und fängt an zu scharren und schlägt mit dem Kopf so nach dem Motto, jetzt beeil dich mal. Ja. Mhm. Oh Gott, ist das niedlich. Hat er denn irgendwelche Probleme dadurch, dass er so... Also gut, er kommt jetzt nicht oben an die Regale ran oder sowas. Wenn er irgendwie eine Tasse braucht, dann muss man ihm die geben. Und beim Zähneputzen braucht er einen Hocker wahrscheinlich. Richtig, ne? Genau. Also wir so machen Sachen, alles ne? dann... So ein Podest haben wir für ihn, wenn wir ihn dann putzen und fertig machen. Ja. Und ist das kleinste Pferd der Welt? Ja. Was? Ja. Woher wissen Sie denn, ob es nicht noch irgendwo ein kleineres gibt? Also das kleinste Pferd der Welt ist momentan 56,7 cm und lebt in Polen. Ja. Pumuckl kommt da nicht dran. Der ist gerade mal 52 cm. Also es ist noch Luft nach oben. Oh. Er ist bereits schon beantragt am Guinness Buch der Rekorde. Ja. Oh, da drück mal die Daumen. Genau, das dauert allerdings jetzt erstmal so 3 Monate, bis wir dann Antwort kriegen. Ja, nicht, dass er noch einen Schuss macht. Ja, das will ich natürlich nicht hoffen, ja. Oh Gott. Herr Klaas, willst du noch mal kurz striegeln? Oder muss er jetzt schon wieder weg? Der muss jetzt wieder weg. Ihr könnt doch nicht mit den hier hinstellen und dann sagen, nach 5 Minuten jetzt... Vielleicht können wir ja doch noch mal die Frisur verschönern. Komm, jetzt striegel den noch schnell. Und dann muss der Pumuckl auch weiter. Pumuckl, wir müssen das jetzt noch einmal gucken, dass man dich... Aber so siehst du auch viel besser aus. Guck mal hier. Also es gibt viele Variationen, ihn zu frisieren, im oder? Im Prinzip wie mit dem Semmelrogge letztes Mal. Genau. Aber mach ja. den nicht zu hot, sonst kann er sich hier Backstage vielleicht nicht mehr frei bewegen. Zu hot to handle. Geht schon wieder diese Alarmanlage an. Ja, ganz ehrlich, ich finde das ganz toll, dass Sie hier waren. Ich finde es auch ganz toll, dass Sie diesen Überraschungsgast besorgt hat. Aber ich finde es unmenschlich von euch, dass Sie uns wieder auseinanderreißen. Ja. Das machen wir jetzt.